Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ja, frisch aus dem Urlaub mache ich auch nichts anderes außer zocken, so gefühlt. Und ja, da mir der Alltag in Call of Duty Black Ops 4 einfach viel zu langweilig geworden ist und das Update mit der M16 wahrscheinlich erst morgen kommt, beziehungsweise ja, das Update kommt auf jeden Fall morgen, heute ist Montag. Da das neue Modern Warfare auch überall im Gespräch ist, habe ich mir gedacht, Digga, ja, zockst du einfach mal ein altes Modern Warfare, beziehungsweise zockst du einfach das erste Modern Warfare in der Remastered-Version. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe das auch mit den originalen Modern Warfare gemacht, also das erste Modern Warfare. Aber irgendwie habe ich da nur Hacker gefunden und das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns in-game. So, wir sind jetzt hier in-game und ihr seht schon einfach so viele klassische Waffen, die man einfach aus der Modern Warfare-Reihe kennt. Die M16, die MP5, die AK, die M4, ja, die M40 und sehr, sehr viele Waffen sind auch im neuen Modern Warfare. Ich bin auch mega gespannt, wie sie das in Modern Warfare umsetzen mit dem ganzen, ja, Waffen-Feeling, beziehungsweise, Digga, ich glaube, die haben das Game noch nicht so lange gezockt. Wie sie das umsetzen mit den ganzen Waffen. Man hat in den Gameplays, die man bis jetzt gesehen hat, schon deutlich gemerkt, dass der Rückstoß und das ganze Feeling von den Waffen was komplett Neues ist. Und da bin ich auch mega gespannt drauf. So, da unten war noch einer. Ah, diese saftigen One-Burst mit der M16, gibt es glaube ich auch nur in Remastered. Ah, die schmecken einfach so gut. Ich bin auf jeden Fall so gespannt auf die Beta, beziehungsweise auf die Gamescom, da werde ich das Ganze auch anzocken können. Ja, es wird ein Open Beta geben. Für alle. Aber er hat nicht. Digga. Oh, Junge. Was mache ich hier eigentlich? Oh, Digga, schmeckt. Das Einzige, was mich in Remastered aufregt, ist einfach so. Selbst in Remastered nur 3 Streaks gibt. Das hätten sie vielleicht mal ändern können. Ist halt damals so gewesen. Digga. Ich sterb. Nein. Oh, Junge. Was ist das für eine Waffe? Schmeckt. Digga, Remastered ist schon einfach ein lustiges Game. Wieso krieg ich keine Punkte? Digga, was ist da los? Es soll ja standardmäßig keine Minimap geben, also das, wenn sie das wirklich machen wollen, das wäre schon echt nervig, wenn es keine Minimap geben würde. Ich finde, die Minimap gehört einfach, ja, zu Call of Duty dazu. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu natürlich auch in die Kommentare. Aber was ich natürlich unnormal jetzt schon feiere, ist einfach, dass so klassische Waffen wie die MP7, die P90 und diese klassischen Modern Warfare-Waffen natürlich wieder am Start sind. Ich bin natürlich gespannt, wie sich das Game im Endeffekt zocken lässt, weil Call of Duty konnte schon immer krasse Trailer machen. Also ich war selbst bei IW teilweise, ja, was heißt gehypt, aber ich fand den Trailer auch nice und habe gedacht so, Digga, ist zwar mit scheiß Exoskeletts, aber da könnte trotzdem was kommen. Ach, Digga. Oh. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall versuchen, regelmäßig auf YouTube zu streamen, beziehungsweise damit richtig anfangen, weil ich einfach, ja, mega Laune drauf habe, zu streamen. Ich muss so ein bisschen noch die Einstellung noch checken, dann werde ich versuchen, in den nächsten Wochen einfach regelmäßig anfangen zu streamen, auf YouTube erstmal. Irgendwann versuche ich dann auf Twitch um zu... Digga. Aber ich finde, auf YouTube ist es erstmal einfacher. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt und keine Modern Warfare Videos, beziehungsweise Streams in Zukunft, beziehungsweise auch Black Ops Videos zu verpassen, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Diese M16 schmeckt so unnormal gut. Sie gibt einfach überall One-Burst, egal was du machst. Nein. Was? Wahrscheinlich gibt es überall One-Burst. Was ich bis jetzt einfach sehr, sehr komisch finde, ist, dass... Digga, ich sterbe 100%. Dass die DLCs anscheinend komplett gratis werden sollen. Ich denke mal, sie werden dafür schon einiges anderes reinballern, wo man irgendwie was ausgeben kann. Aber das ist doch trotzdem nice. So, ich würde sagen, zocken wir mal eine Waffe, die es garantiert auch im Modern Warfare gibt, beziehungsweise im neuen Modern Warfare. Und zwar ist das die M4. Auf die bin ich mega gespannt, weil in den Gameplay-Szenen, die man bis jetzt schon so gesehen hat, sah das natürlich komplett anders aus. Also nicht so klassisch wie eine M4 halt. Digga, wie erotisch kann man da eigentlich chillen? Digga, hin! Oh, nee, nicht so einer. Er läuft... Oh. Wie schon gesagt, ich finde es echt mega nice, dass alle DLC-Maps anscheinend gratis sind, beziehungsweise dass es keinen Season Pass geben wird und alles komplett kostenlos sein wird. Finde ich auf jeden Fall mega nice, aber ich werde schon sehen, da wird so vieles kommen, was einfach kostet. Ob es Waffen sind, wissen wir nicht. Ob es Tarnungen sind, was ich okay finden würde. Mit irgendwelche Sachen, die nicht irgendwie eine Beeinträchtigung auf das Game selber hätten. Wenn das alles irgendwie... Digga. Wenn das alles irgendwie so in Game irgendwie für Geld wäre, gab es ja in Black Ops 2 schon die Tarnungen, die man sich kaufen konnte. Finde ich auch in Ordnung. Aber sobald es dann irgendwie Waffen sind, die man nur durch Packluck oder sonstige Sachen bekommen kann, finde ich es absolut scheiße. Da bin ich gespannt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir steuern auch so langsam auf die...
700 Abonnenten zu. Also, ja, ich bin echt mega dankbar dafür. Und ich denke mal, ich werde eventuell als 700-Abo-Special eine kleine Verlosung machen. Muss ich aber mal schauen, wie ich das Ganze noch so mache. Also von daher, wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich keine kostenlosen Abo da lassen. Dann könnt ihr natürlich auch am Gewinnspiel dann teilnehmen, wenn es soweit ist. Ich weiß echt nicht, welches Spiel man zocken sollte, um sich so ein bisschen für das neue Modern Warfare einzuspielen. Denn, ja, Call of Duty-mäßig gibt es da sehr, sehr wenig, was ähnlich ist. Vielleicht sollte ich Battlefield spielen, beziehungsweise ältere Battlefield-Teile, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Oder Rainbow Six. Ah, Digga, komm her. Ach nee, ich wollte mich hinlegen und den... Ach Digga, nehmen wir... Digga, Instant Karma kassiert. Wenn ihr keine Infos und Streams über Videos und sonst was verpassen wollt, folgt mir gerne auf Instagram, dort poste ich eigentlich regelmäßig Sachen. Und ja, ich habe auch eine Facebook-Seite, aber da bin ich jetzt nicht so der Aktivste, aber könnt ihr mir auch gerne folgen. Und ja, wird jetzt auch alles hier verlinkt sein in der Beschreibung. Hat er mich gesehen? Ich weiß nicht. Chillen einfach mal ein bisschen. Hat er einen Kill gemacht? Ja, hat einen Kill gemacht. Digga. Er hat sich auch gedacht, huch. Ja, der Trailer hat mich auf jeden Fall gehypt und ich bin so gespannt auf die ganze Suchtphase, auf die Beta-Phase, auf die Gamescom. Ich werde natürlich auch auf der Gamescom sein, also wenn ihr dort seid und mich sehen wollt, dann werdet ihr mich auch dort antreffen. Ich werde, glaube ich, Mittwoch und Donnerstag da sein. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Widerlicher Camper. Da ist noch einer oben, safe. Was? Was natürlich auch sehr, sehr komisch ist, ist die Minimap. Also wenn es dort wirklich keine geben sollte in Modern Warfare, dann ja, wäre das schon sehr, sehr schade. Denn das Game wäre mit Minimap, denke ich, 100% besser. Also wirklich 100%. Meine Meinung ist einfach, dass es einfach 100% dazugehört. So, das wär's von dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr verzeiht mir den kleinen Clickbait-Titel. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Und Leute, das wär's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.